Guten Morgen, meine Lieben. Und hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte endlich mal wieder vloggen. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub und wollte mal endlich wieder einen Vlog drehen. Und es fängt heute schon total gut an, dass ich einfach super krass verschlafen habe. Ich habe die Woche nämlich eigentlich einiges vor. Und es fängt damit an, dass ich trotzdem auf Arbeit gehe und mir die Haare tönen und schneiden lasse von meiner Kollegin. Ja, jetzt wache ich auf und es ist 8.55 Uhr und der Termin bei meiner Kollegin ist um 9. Also quasi in 5 Minuten. Ja, das schaffe ich nicht. Heißt, ich gehe dann noch zum Schneiden hin und nicht zum Tönen. Ja, aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt fertig, dass ich es wenigstens noch zum Schneiden schaffe. Und danach gehe ich wieder nach Hause und dann erzähle ich euch, was so alles ansteht. Na, was geht's nicht? Frieda, was geht denn bei dir? Mausebein? So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Und obwohl ich tatsächlich verschlafen habe und zu spät gekommen bin, haben wir es trotzdem noch geschafft, mir die Haare nachzutönen. Eine andere Kollegin hatte noch Zeit und da hat sie das noch schnell gemacht und ja. Jetzt bin ich zu Hause und jetzt habe ich auch Zeit. Jetzt sieht man es besser, es ist wieder schön knallig. Und tatsächlich sind das alles meine Naturlocken. Ich habe mir einen Diffuser geföhnt. Wenn ihr mal ein Video zu meiner Haarroutine sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann drehe ich sowas für euch mal ab. Eigentlich hätte ich jetzt auch gleich in Leipzig bleiben können, weil ich ja heute noch ins Feng Shui-Haus wollte. In Plagwitz ist es, glaube ich. Und ja, die machen erst 14 Uhr auf, deswegen wollte ich eigentlich zu mir auf Arbeit meine Haare machen lassen, dann wieder nach Hause, ein bisschen putzen und dann wieder nach Leipzig. Ja, ich hätte eigentlich auch gleich in Leipzig bleiben können, weil ich ja jetzt später da war. Und da hätte ich eigentlich gleich dahin fahren können, aber ich hatte keine Beutel mit. Und ich wollte schon ein bisschen was einkaufen. Mal gucken, was die da so haben, so ein bisschen rumshoppen. So ein kleiner Fellball. Ein kleiner Mausbein. Oh ja. Herr Katz ist auf der Kiste bequem gemacht, wie immer. Ja, ein kleines Stickmonster. So ein kleines Stickmonster, wo sind wir denn oben? Okay, kurze Planänderung. Ich habe irgendwie gar keine Lust, jetzt hier zu hetzen und mich dann wieder für eine halbe Stunde in den Bus zu setzen, um wieder nach Leipzig reinzufahren. Habe ich irgendwie gar keine Lust zu. Und ich müsste eigentlich auch noch ein Video fertig schneiden, was ich heute Abend noch hochladen muss. Und zwar das letzte Wings-Make-up, und zwar von Layla. Ja, das schaffe ich nicht, wenn ich jetzt nochmal ins Feng Shui-Haus fahre. Und deswegen dachte ich mir jetzt, ich fahre am Mittwoch ins Feng Shui-Haus, weil da habe ich Therapie in Leipzig und von meinem Therapeuten zum Feng Shui-Haus ist es ein kürzerer Weg, als jetzt extra von zu Hause aus dahin zu fahren. Guten Morgen, Helga. Ich habe jetzt die tägliche Liste gemacht, also quasi so den täglichen Haushalt, der alles so anfällt. Wenn euch interessiert, was so meine Haushaltsroutine ist, dann könnt ihr gerne mal auf die Infokarte klicken. Da verlinke ich euch gerne ein Video, was ich dazu schon mal gemacht habe. Jetzt ist auf jeden Fall Sport dran. Habe ich gestern nicht gemacht, weil ich verschlafen habe. Eigentlich sind meine Sporttage immer Montag, Mittwoch und Freitag. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das auf heute verschiebe, weil ja, ich hätte heute eh duschen gehen müssen, weil ich, wie gesagt, nachher noch Frauenarzttermin habe. Und ja, dann werde ich jetzt erstmal ein Workout machen, ein kleines. Hoffentlich wird es nicht zu anstrengend, weil es ist sau warm. Und ja, let's go.
Elfriede, was machst du mit meinem Fuß? Was, cool. Was geht los bei dir, ey? So. Ich bin jetzt fertig mit Meditieren und es hat so gut getan. Ich bin richtig wieder aufgeladen mit positiver Energie und ich mache das ganz gerne, wenn ich meditiere, dass ich so beta-neurale Beats höre und das lässt mich total krass mit dem Universum verschmelzen. Ich glaube, ja, das klingt jetzt total kitschig, aber ich bin dann halt auf so einer spirituellen Ebene, in der ich mich total gut fühle, in der ich total gut manifestieren kann. Am liebsten mache ich es tatsächlich wirklich nach dem Sport, weil ich dann so ausgepowert bin, dass ich dann einfach viel neue Energie schöpfe und den Kopf einfach frei habe und ausgelastet bin. Und wenn ich davor keinen Sport mache, fühle ich mich oft so, dass ich mich gar nicht konzentrieren kann und dass ich total angespannt bin. Und ja, deswegen ist es für mich nach dem Workout immer so das Beste, runterzukommen, zu meditieren und dann so in den Tag zu starten. So, Frauenarzt ist auch erledigt. Oh, jetzt schneide ich weiter Video. Ich habe vorhin schon ein bisschen geschnitten, aber ich habe es fast fertig. Dann kann ich es heute Abend hochladen. Und okay. Gehen wir heute Abend vielleicht noch an den See. Und ja, mal schauen, was der Tag noch so bringt. So, bevor wir zum See gehen, mache ich uns noch Abendbrot. Und zwar Nudeln mit Knoblauch-Käsesoße. Den Käse muss ich noch reinmischen. Und dann wollte ich schon seit Ewigkeiten mal ausprobieren. veganes Met. Penis! Genau, da wollte ich veganes Met mal ausprobieren aus Reiswaffeln. Das wollte ich schon seit Jahren machen. Hab's aber irgendwie nie gemacht. Und jetzt habe ich endlich mal Reiswaffeln und alles geholt, was man dafür braucht. Und dann werden wir uns vielleicht nachher noch ein paar feine Mettbrötchen mit an den See nehmen. Jo. Scheiße, meine Soße kocht über. So, wir sind jetzt am Strand. Ich habe unsere Mettbrötchen mit. Und die schmecken verdammt geil. Und gerade beim Essen hat mich einfach so ein Vogel angeschissen. Ist ganz schön ekelhaft. Hallo, guten Mittag. Ich habe heute tatsächlich noch gar nichts gefilmt. Es ist Mittwoch und ja, wir waren ja gestern noch am See, noch recht lange. Und da haben wir dann die Mettbrötchen gegessen und das vegane Mett war echt geil. Also auch unser Kumpel Nils, der ja vegan ist, hat das gekostet und hat gesagt, das ist mega. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich an Mett rankommt, weil ich mich nicht mehr wirklich an den Geschmack von Mett erinnern kann. Ich habe das auch, als ich noch Fleisch gegessen habe, recht selten gegessen. Ja, aber es war echt geil. Und dann habe ich ja noch Nudeln mit Käse-Knoblauchsoße gemacht. Und ja, das hat mein Freund heute auf Arbeit mitgenommen und ich esse es jetzt zum Mittag. Und ich habe gestern Abend mir schon was davon gegönnt. Alter, schmeckt das geil. Ich habe heute schon so ein bisschen Haushalt gemacht. Und ja, fahre in einer Stunde. Ja, ich muss mich dann fertig machen. Oh Gott, ich fahre in einer Stunde dann zu meinem Psychotherapeuten. Dann habe ich da Therapiesitzung und danach fahre ich auf direktem Wege ins Feng Shui-Haus. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja. Also ich war erst bei Therapie, das war heute irgendwie recht intensiv. Und genau, danach bin ich direkt ins Feng Shui-Haus nach Flachwitz gefahren. Und die Fahrt dahin, also es waren so viele Menschen unterwegs und dadurch, dass ich gefühlstechnisch irgendwie voll down war wegen der Therapie, hatte ich halt voll die Angstzustände, weil ich halt die ganze Zeit aufs Navi geguckt habe und ich wusste wohin und dann so viele Menschen und ja, okay. Aber deswegen habe ich halt total vergessen, im Feng Shui-Haus zu filmen, wollte ich eigentlich machen, euch mal den Laden zeigen, weil der war total schön, aber ich habe es total vergessen. Aber ich dachte, dafür zeige ich euch jetzt, was ich da... Irrigiertes männliches Glied. Ja, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so geholt habe, weil da waren viele schöne Sachen dabei.
Und ja, ich sag mal, ich habe ungefähr 112 Euro ausgegeben, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich dachte mir, in der Nähe bin ich nicht so oft, deswegen shoppe ich da am besten einfach direkt mit durch und nehme einfach alles mit, was mir zusagt. Ich wollte auf jeden Fall ein Buch mitnehmen und da habe ich einmal das hier mitgenommen. Ich habe auf TikTok sehr viel so über Engelszahlen und so gesehen und mir begegnet tatsächlich auch in letzter Zeit sehr oft solche Engelszahlen. Ich dachte mir, wenn ich mich da so ein bisschen mal reinlese, wird es eigentlich ganz cool sein. Genau, und dann verstehe ich vielleicht auch so ein bisschen besser, was mir das Universum damit sagen möchte. Und genau. Und ja, das hat mich auch einfach total angesprochen. Ich dachte mir so, alles, was sich irgendwie gut anfühlt, was sich irgendwie richtig anfühlt, nehme ich mit, weil man so sehr auf sein Bauchgefühl hört. Das hat 16 Euro gekostet, das Buch. Dann habe ich mir noch was mitgenommen, was auf keinen Fall fehlen darf. Ich meine, davon habe ich schon zwar zwei, na gut, eine. Bei der zweiten haben die Katzen den Kopf abgebrochen. Dann habe ich mir noch eine Butterfigur geholt. Die stelle ich vielleicht ins Bad oder hier beim Meditieren. Und die ist, glaube ich, aus Holz und ich fand die ganz süß. Da gab es so viele Butterfiguren. Ja, aber ich dachte mir, das muss ja nicht noch teurer werden. Die hat 18 Euro gekostet und ja, finde ich sehr süß. Und der hat genauso lange Ohrläppchen wie ich. Und dann habe ich mir... dann habe ich mir noch so ein paar Schmuckstücke bzw. Steine geholt. Genau. Das ist ein Jade-Stein. Und da stand eigentlich auch da, was es. Also für was das ist. Ich glaube, das war Liebe und Harmonie. Glaube ich. Da habe ich mir ein Armband mit Jade-Stein geholt. Und genau. Grün heißt. Ja, auf jeden Fall hat es was mit dem Herzchakra zu tun. Und dann habe ich noch was mitgenommen, was ich eigentlich zuerst wieder zurückgelegt hatte, aber irgendwie hat es mich so gecatcht und hat mich irgendwie so in seinen Bann gezogen, dass ich es dann doch mitgenommen habe. Und zwar dieser Anhänger hier, die Verkäuferin hat mir dann noch ein Lederband zugegeben. Das ist, glaube ich, ein Rosenquarz und da ist so der Baum des Lebens drauf. Und ja, das fand ich auch recht schön. Die hat 18,90 Euro gekostet, die Kette. Geht schon los, Helga. Genau. Und ja, das Band, glaube ich, 1,95, also ungefähr 20 Euro. Beim Meditieren höre ich ja schon so passende Meditationsmusik und so, aber ich wollte halt auch mal irgendwie noch was zum Räuchern. Und da habe ich mir das hier geholt. Das ist mir sofort ins Auge gesprungen. Das ist ein Räucherbehältnis mit einem Sieb obendrauf. Und ja, das ist einfach mega schön, die Farbe, die hat mich direkt gecatcht. Und ich glaube auch so Blau, Indigo müsste ja so Stirnchakra stimulieren. Ja, genau. Also ich fand es ganz schön. Kann man hier oben sein Räucherwerk drauf tun und hier kann man ein Teelicht reinmachen und dann räuchert das schön. Achso, das hat ungefähr 29 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch zwei Räucherwerke geholt und zwar einmal tatsächlich Elfriede. Genau, einmal Weihrauch aus Indien. genau, und das ist für Reinigung, Klarheit und Spiritualität. Und dann habe ich mir Melissenblätter geholt. Und das ist für Erfolg, Licht und Wohlstand. Und genau, die sehen so aus. Und die riechen auch mega intensiv. Die riechen genauso wie dieser komplette Laden. Und genau, das hat jeweils... Nee, der Weihrauch hat 7 Euro gekostet und... die Melissenblätter 5 Euro. Und ja, da würde ich sagen, ich habe eine ganz gute Ausbeute gemacht. Guckt euch das mal an, Alter. Der Himmel, der rastet schon wieder komplett aus. Gestern schon so geil. Können Sie da was machen? Hier brennen gerade die Wolken. Nein, es ist kein Witz. Hier brennen wirklich gerade die Wolken. Also. Ja, so orange-rot, halt wie ein Feuer normalerweise brennt. Ich glaube, so eine lange Leiter und haben die nicht in der Feuerwehr. Die brennen halt einfach.
Warten Sie kurz. Es geht um die Leiter, es geht um den Schlauch, wie lang der ist. Wie immer. Kannst du doch deinen Leiter. Und Dicke des Schlauchs. Ich bin wieder dran. Ah, sieht richtig geil aus. Gestern schon so übel so orange und jetzt die Wolken einfach mega. Oder ist achso, das muss so. Okay. Okay. Guten Morgen. Heute ist Donnerstag und heute ist so der erste Tag, wo ich mal gar keinen Termin habe. Ich habe heute richtig lange ausgeschlafen. Heute Abend weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich wollte ja mit Zumba anfangen. Ich habe ja schon ein bisschen Zumba gemacht, weil ich das Spiel für die Switch habe. Und ich würde es aber gerne irgendwie, nicht in einem Verein, aber halt irgendwo hingehen, wo man das mit mehreren Leuten zusammen macht, einfach mal rauskommen. Und da gibt es hier ganz in meiner Nähe tatsächlich eine Tanzschule, die auch Zumba anbieten. Und heute Abend, glaube ich, würde ich gern zu dieser kostenlosen Probestunde gehen und mir das Ganze mal angucken. Für mich wäre dann halt immer Donnerstagabend super, weil das mit der Arbeit auch super klappt. Und da ich dachte, dass ich diese Woche Urlaub habe, wäre das doch ganz cool, wenn ich die Probestunde diese Woche einfach mal mache. Weil sonst würde ich halt direkt von Arbeit kommen und gar nicht erst nach Hause gehen, sondern direkt dahin gehen. Und da wäre es für die Probestunde, glaube ich, entspannter, wenn ich das an einem freien Tag mal mache. Aber ja, da muss ich erst mal gucken, wie es mir heute geht, weil ich bin irgendwie gerade nicht so auf der Höhe. aber wenn ich heute Abend Bock habe, gehe ich da auf jeden Fall hin. So, genau. Ich werde jetzt meditieren und werde mal die Melissenblätter ausprobieren für Erfolg, Licht und Wohlstand. Und mal schauen. Ich bin gespannt. Dann wird nicht mitgespielt, hm? Ich bin auch gespannt, weil ich noch nie Kerzen angemacht habe, seit wir die Mädels haben. Weil ich immer Angst habe, dass die Kerzen umschmeißen und irgendwas anbrennen. So. Das riecht schon gut. Bin ich mal gespannt, hm? Und ihr lasst es bitte in Ruhe. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und habe gerade lecker Mittag gegessen und werde jetzt gleich das Ski-In-Video drehen, mein Ski-In-Haul. Und ich habe mir einfach ganz dürftig immer so einen Dutt gemacht, weil, meine Haare sind gerade schrecklich. Ich müsste die heute eigentlich waschen, aber das ist mir jetzt auch irgendwie gerade eben erst aufgefallen, aber jetzt bin ich schon geschminkt und ich zerstöre mein Make-up, wenn ich die jetzt wasche. So, ich habe alles fertig gedreht, mein Freund ist jetzt nach Hause gekommen und wir gucken die neue Netflix-Serie Resident Evil, das haben wir mal zusammen gespielt. Das war ganz cool. Und ich glaube Resident Evil 6 haben wir zusammen gespielt vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, ich gehe heute nicht mehr zum Zumba, irgendwie finde ich mich nicht danach. Dann mache ich es nächste Woche. So, meine lieben Freunde, ich war jetzt doch beim Zumba, konnte meinen Schweinehund überwinden und es war eine gute Entscheidung. Es war so geil. Ich werde auf jeden Fall wieder hingehen. Ja, muss ich eigentlich in Zukunft einfach mal öfter machen. Einfach bis 13 und dann los. Egal, ob ich Bock habe oder nicht. Das war super geil. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war gerade beim Zahnarzt. War ich irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal 2019 oder so. Und ja, war alles cool. Ich habe Bilderbuchzähne, wurde mir gesagt. Und ja, genau. Nur so ein bisschen Zahnstein, aber bald habe ich auch Termin zur Zahnreinigung und dann wird das. Ich habe heute mehr als genügend Zeit, weil mein
Freund heute Abend bei einem Kumpel ist und glaube ich gar nicht erst nach Hause kommt heute. Ja. Und ja, heißt, ich bin bis morgen früh allein. Ja, aber ich denke, ich werde jetzt erstmal ein bisschen chillen. Es gibt ja eine neue Staffel von Lupin, die werde ich jetzt, glaube ich, gucken. Und ja, ich bin nicht jemand, der ein, zwei Folgen am Tag guckt, sondern ich gucke eine Staffel am Tag, mindestens. Und bin halt ein Serienjunkie. Und ja, dann mache ich vielleicht ein bisschen Musik an, mache so ein bisschen Haushalt. Was ich eigentlich auch schon die ganze Woche machen wollte, aber man kennt's, ne? Ich schieb's auf. Ich bin gerade dabei, die zweite Staffel von Lupin zu gucken. Und dann habe ich erstmal so rausgeschaut und es regnet ja gerade. Dann ist mir erstmal so aufgefallen, wie wunderschön das eigentlich gerade ist. Jetzt regnet es gerade. Also direkt um unsere Wohnung herum haben wir super viele Bäume und ganz, ganz, ganz viel Natur. Und ich war jetzt gerade einfach so bestimmt eine halbe Stunde dabei, rauszugucken und im Regen zuzugucken, wie er auf die Blätter drauf tropft. Und es war so schön. Und da ist ein Elsternest, da haben zwei Elstern gebrütet. Und das ist halt so unmittelbar einen Meter vor meinem Wohnzimmerfenster. So geil. So, ich habe Lupin durch. Und jetzt gucke ich noch mal Umbrella Academy, weil ich es einfach spitze fand. Und ja, ich fand die Serie einfach spitze, deswegen dachte ich, ich gucke es nochmal. Das ist schon eine Weile her. So. Es ist soweit, Leute. Ich gucke Umbrella Academy und also ihr müsst wissen, bei mir ist das immer so, wenn mein Freund nicht da ist, dann nutze ich das aus, weil mein Freund hasst Sushi. Und der mag auch nie mit beim Asiaten bestellen. Und ja, deswegen habe ich sehr, sehr viel Sushi bestellt. Sehr viel. Und ich werde mir jetzt richtig gönnen. Ich habe schon so lange kein Sushi mehr gegessen. Ich lieb's. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich dachte, ich muss diesen Vlog mal noch beenden. Am Samstag waren wir nur noch bei Alex, Oma und Opa zum Geburtstag nachfeiern. Und ja, genau. Mehr ist eigentlich an dem Wochenende auch nicht mehr passiert. Das war mein Urlaub. Ich hoffe, ich habe genug mitgefilmt. Ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst was Liebes in den Kommentaren da und vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Bye!